Hallo auf meinem Ingenieurskanal. Heute zum Thema, wie realistisch sind Marsflüge? Wenn Sie das interessiert, dann hören Sie mir einfach weiter zu. Ja, wir wollen ja also Mars fliegen. Elon Musk will ja auch zum Mars mit seinen Raketen. Und jetzt gucken wir mal, wie sinnvoll die Sache ist und wie realistisch das überhaupt ist. Und zwar habe ich hier gerade einen Artikel gefunden, was ganz Tolles, von zwei Architektinnen. Treffen sich zwei Weltraumarchitektinnen und besprechen, wie man in der Raumfahrt über das Bauen auf der Erde lernt. So, und dann steht hier, und dann werden die da interviewt, also ganz tolle Frauen, ganz schlau, die architektieren da. Und dann sagt hier Barbara Imhoff, also wie wird man, also nein, kann man aus der Weltraumarchitektur fürs Bauen auf der Erde lernen? Imhoff, im Prinzip dasselbe. Wir bauen Umwelten für Menschen derzeit auf der Erde, später für die Erdumlaufbahn, für den Mond und in weiterer Folge für den Mars. Dabei gibt es drei Überlebensparameter: Luft, Wasser, Nahrung. Lebenswichtige Systeme und so weiter müssen zwingend in Kreislauf geführt werden und so weiter. Aber ist das richtig? Nö, das ist Bullshit. Leider Gottes, Mädels, ist einfach nur Blödsinn. Warum? Tja, also erstmal gut, die Sache ist richtig, ich muss im Kreislauf führen, das ist richtig. Und auf dem Mars wird es auch ein bisschen frisch. Vorne auf dem Mars, wenn er zur Sonne guckt, sind es plus 20, glaube ich, so ungefähr an einem schönen Marstag. Wenn Sie auf der Rückseite sind, sind Sie bei, glaube ich, minus 170. Das ist schon ziemlich frisch. Das ist unangenehm, kann ich Ihnen sagen. Also das zu isolieren, so Kälteisolierung bis minus 170 Grad, ganze Häuser, kann ich mir als nicht ganz trivial vorstellen. Sagen wir mal vorsichtig so. Aber Problem ist was ganz anderes, das sind die harten Gammastrahlen. Und deswegen klappt das mit dem Marsflug alles nicht. Kann nicht gehen. Also was da der Herr Elon Musk, der sicher ein hervorragender Geschäftsmann ist, Ihnen da erzählt, das geht alles gar nicht. Ja, wie ist das? Also im Ingenieurwesen, sagen wir mal so, da muss man eigentlich lernen, es gibt ganz viele tolle Systeme, die ganz toll aussehen, aber es kann sein, dass Ihnen ein Punkt den ganzen Spaß verdirbt, so ein Spaßverderberpunkt. Nehmen wir beispielsweise Elektroautos. Elektroautos sind für mich was Tolles, also was ganz Tolles. Der hauptärgerliche Punkt ist der, dass man für die Dinge elektrischen Strom braucht. Also von dieser Seite mein Dafürhalten könnte man darüber problemlos diskutieren, aber Elektroautos auf die Straße zu stellen, wenn sie einmal nicht die Brände, okay, die Brände sind nicht richtig gelöst, da hat man sich noch keine Gedanken gemacht. Und dann ist das Schwierigste, aber der K.O.-Punkt ist kein Strom da. Wir stellen ja alle Kraftwerke ab und gleichzeitig bringen wir Elektroautos auf die Straße. Das ist für mich völliger Blödsinn. Gut. Und jetzt haben wir sowas anderes, auch im Weltraumflug. Und zwar ist das die sogenannte Gammastrahlung. Und das sind einfach Kerne. Hauptsächlich, es gibt unterschiedliche Quellen, muss man dazu sagen. Also die Hauptquelle ist die Sonne. Die Sonne, die sieht ja so gleichmäßig aus und glüht so gleichmäßig, aber manchmal kriegt sie ihre rappligen 5 Minuten, dann gibt es solare Flares, heißen die. Und dann haut man ihnen, ich weiß nicht, ungefähr die Größenordnung dürfte stimmen, mit 300 Kilometer pro Sekunde, nicht Stunde, das müssen sie pro Kilometer per Stunde, müssen sie mal mit 3600 multiplizieren, 300-400 Kilometer pro Sekunde hauen die dann Teilchen raus, ja? Und die landen dann auf der Erde. Und was merken wir hier von den Dingern? Wir hier in Deutschland nichts. Aber beispielsweise kriegen das die Isländer und so weiter mit. Das ist immer so schön rot und bunt und grün und so weiter. Das ist das Nordlicht oder Südlicht. Oder die das haben auch. Die kriegen die mit, weil wir um die Erde rum ein Magnetfeld haben. Da ist wie so ein Stabmagnet, so ähnlich. Übrigens ist der magnetische Südpol ist im Norden, weil sonst könnte ja, wenn ich einen Kompass habe, nicht grün nach Norden zeigen, sonst würde Norden und Norden stößt sich ja ab. Wusste ich auch lange Zeit nicht. Also der magnetische Nordpol ist im Süden und der Südpol ist im Norden. Okay, dann haben wir da so ein Magnetfeld. Und dieses Magnetfeld ist überlebenswichtig für uns Menschen, da wenn da die Sonne ihre rappeligen 5 Minuten hat, dann kann das Magnetfeld
eben leitet quasi diese harten Teilchen zu größten Teilen um die Erde rum. Das nennt sich Van Allen-Gürtel oder Van Allen-Belt. Um dass eben dann die Teilchen uns nicht treffen, weil wenn diese Teilchen hier mit uns wechselwirken, mit unserer und in so einem Gewebe, dann gibt es Krebs. So bekannt. So. Ja, so jetzt mal kurze Gedenkpause und dann haben wir Krebs und da zeige ich Ihnen, das heißt Van Allen-Gürtel, das ist hier, dann machen wir das hier. Machen wir einen Browser an, das ist hier rechts gezeigt. Links, das soll hier die Sonne darstellen. Hier, upsala, das soll hier die Sonne darstellen und hier rechts soll die Erde, so ganz mickrig, die Größenordnung scheint zu stimmen. Und dann haben wir hier so einen, ja gut, nun ist das hier und das soll das und dann weist quasi das Erdmagnetfeld, das hier dargestellt werden soll, weist quasi diese harten Strahlen zurück. Und dann ist das und damit geht die großen Teils um uns rum. Manchmal kommen die blöden Dinger durch. Letztens hatten wir beispielsweise ein Event, wo die Art, ich glaube, das war aber nicht die Sonne, das war irgendwie eine, was war das? Da ist irgendwie eine Supernova explodiert und dann haben uns auch, und das ist dann noch härter, das geht dann noch schneller. Das kam dann zwar von Milliarden Kilometer, kam das zu uns herbeigeschwirrt, aber ganz schön heftig. Das hat man hier ganz schön auf der Erde gemerkt. Das war vor wenigen Wochen. Da hatten wir sowas Dummes. Ja. Und wenn wir jetzt noch mal kurz das Bild angucken und sehen, das ist ja relativ groß hier, dieses Magnetfeld. Wenn wir jetzt mit die ISS uns da drin bewegen, bewegen wir uns aber immer noch innerhalb dieses Van Allen-Gürtels. Blöd wird es schon, wenn wir am Mond sind, der ungefähr 400.000 Kilometer Abstand hat, also 400.000 durch 12.000 Kilometer, der ungefähr den 40-fachen Abstand wie der Erddurchmesser. Der Mond ist schon außerhalb des Van Allen-Belts. Und wenn ich zum Mars fliege, ist er natürlich auch. Und der Mars hat blöderweise eben kein Erdmagnetfeld. Der ist schon abgekühlt. Und von dieser Seite muss man dann, wenn da oben jemand auf dem Mars ist, die zum einen mal gegen Kälte und dann gegen diese blöde Strahlung schützen. Die Strahlung wurde schon überprüft, da gab es von den Amerikanern, da waren Zwillinge, da hat einer aber ein Jahr auf der ISS, die Russen haben sogar jemanden für die Amerikaner waren ein Jahr, war einer, der war zweimal oben auf der ISS insgesamt und dann haben die das verglichen, die haben schon gemerkt, das hat ganz schöne Einflüsse auf die DNA, die sind also in erhöhten Krebsgefahr, sind die schon ausgesetzt. Und die Zahlen, die ich mal gefunden habe, dass wir so in der ISS ungefähr der 70-fachen Strahlenbelastung ausgesetzt sind wie auf dem Erdboden. Wobei das natürlich auch nicht klar ist. Im Schwarzwald haben sie mehr als hier woanders. Das ist variiert auch. Aber wenn sie dann im freien Raum sind, sind sie nochmal ein Faktor 3 höher. Und deswegen muss man dann eben, deswegen ist das, was die Damen da sagen, einfach Blödsinn, weil sie die Leute vor Strahlung schützen müssen. Und da brauchen Sie dann eine 2 Meter Betonwand oder was analog ist, offensichtlich ungefähr 30 bis 40 Zentimeter Blei, das man da oben nicht hat. Also müssen die sich eingraben in Höhlen. Und deswegen ist es nicht klar, was die sagen in ihrem Artikel, dass das das Gleiche ist, sondern das ist natürlich eben, dass eben die Überlebensparameter ist Strahlenschutz. So, das ist jetzt der Punkt. Was da steht, ist falsch und diese Leute werden an Krebs erkranken. Deswegen ist ein Marsflug unrealistisch. Die da auf dem Mond hatten ohnehin Glück, die sind drei Tage hingeflogen, dann haben sie da einen Tag und dann sind sie 3 Tage zurückgeflogen, die waren da 6 Tage unter fürchterlichen Bedingungen da wie die Sardinen da als Militärs. Und das war schon knackig. Und jetzt, gut, Marsflug, das aber, müsse bedenken, so jetzt müssen wir nochmal nachdenken, wie lange ist man bei einem Marsflug so einer Strahlung ausgesetzt? Das Problem ist nämlich das, dass unsere Erde ja da so in einem Jahr, ein Erdjahr, da um die Sonne kreist. So, und der Mars, so 365 Tage ungefähr. Der Mars braucht fast doppelt so lang. Der Mars braucht
rund knapp 700 Tage, um einmal um die Sonne darum zu gehen. Da bin ich, nee, falsch rum, da bin ich da. 700 Tage, der war fast doppelt so lang. So, jetzt überlegen wir uns. Wir haben da so ein, gut. Und jetzt müssen wir erstmal zum Mars hin und dann wieder weg, wenn wir dahin wollen. Und deswegen müssen wir erstmal dann von der Erde, die da schneller sich dreht, weil sie näher an der Sonne ist, dahin, zum Mars. Dann müssen wir da bleiben und dann müssen wir dann wieder weg. Und wenn man sich das überlegt, kommt man dann erst einmal so nach 500, 400 Tage hin, dann der Rest und dann nochmal 400 Tage weg. Ist man bei zwei Erdjahren, genau, ziemlich genau, um dann um eine Mars-Mission zu machen. Also man ist 2 Jahre dieser ultraharten Strahlung ausgesetzt, die man nur mit eben 2 Meter Beton oder 30 cm Blei abschirmen kann, was dann natürlich ein Problem gibt, wenn ich da eine Rakete mit 30 cm, und dann muss ich ja beschleunigen und wieder abbremsen, das ist nochmal so ein Ding, das ist ja eine gigantische Masse, das geht alles gar nicht. Und von dieser Seite übrigens hat Herr Lesch mal in einem seiner Vorträge gesagt, als die Versuche mit Mäusen gemacht haben, mit harter Gammastrahlung ausgesetzt haben, wir haben geweint, hat er gesagt, weil plötzlich fangen sie wieder an, ich verstehe das nicht. Dann diese Sachen einfach, irgendwie gerade das Gehirn, so ein Mechanismus, solche Sachen auszublenden. Aber, ja, und diese harte Gammastrahlung, die haben, da muss man auch sehen, ich weiß nicht, gerade habe ich doch gesagt, die haben vor wenigen Wochen, gab es so einen harten Gamma-Einschlag von der explodierten Supernova und irgendwie 1860 war das auch ganz schön knackig. Da sind in Nordamerika die Telegrafenleitungen durchgebrannt, so irgendwas war es, da weiß man nicht, was das war, da hat man nicht hingeguckt, ob das jetzt die Sonne war oder ob es dann eine Supernova-Explosion in der Nähe war. Und dann sind beispielsweise die Nord- und die Südlichter, die gehen dann bis Italien runter. Das kennt man von römischen Erzählungen, wo die gedacht haben, eine Stadt hätte gebrannt. Weil das einfach so hart, dass die natürlich selbst unsere Atmosphäre massiv belasten. Die erholt sich dann da wieder. Das gibt dann aber von der Seite dieses dann über 2 Jahre irgendwelches menschliche Gewebe, also wir sind keine Bärtierchen, die halten das offensichtlich aus, die können das reparieren, aber wir können das nicht. Und von dieser Seite ist so ein Marsflug, was Ihnen Elon Musk erzählt, das ist Vaporware, das ist Dampfware, die man von der Firma Microsoft kennt. Elon Musk ist sicher ein hervorragender Geschäftsmann, aber so mit so Sachen hat das scheinbar irgendwie nicht so. So viel zum Thema, wie realistisch ist Marsflug. Achso, ich kann Ihnen das auch noch zeigen. Fällt mir jetzt gerade ein. Ich habe hier sogar, das würde man heutzutage nicht mehr veröffentlichen, hat sogar der Spiegel erzählt. Strahlung macht Marsreisen gefährlich. Ja, das ist von 2013, Raumflug und so weiter. Und das können Sie alles da nachlesen. Da ist schon Elon Musk erwähnt im Fachmagazin Science, drohende Strahlenbelastung während des 253-tägigen Flugs, ja, und so weiter. Und dann fliegen sie halt zurück 500 Tage und dann müssen sie den Rest, damit das dann alles passt. Das dauert dann rund 2 Jahre. Das Lebenszeitrisiko an Krebs zu sterben liegt für jeden Deutschen also gut ohnehin bei 20%. Das geht dann noch richtig hoch. Und ja gut, es hat dann noch ein paar Details, also man kann das auch nicht irgendwie mit dünnen Wänden machen, dann wird teilweise das Risiko sogar noch stärker. Das ist dann Quantenphysik, da bin ich auch nicht so drin, aber dann bremst man die Teilchen dann so weit ab, dass sie noch besser mit menschlichem Gewebe interagieren. Das kennt man irgendwie aus den Atomkraftwerken, da muss man auch damit die Neutronen besser mit den anderen Stäben reagieren, bremst man die ab, sonst fliegen die da durch. Das ist eine ziemlich komplexe Sache, aber von dieser Seite bringt es nichts, Menschen da mit 20 oder 30 cm abzuschirmen. Da muss man teilweise tatsächlich die 2 Meter eingraben, sonst sterben die und man muss sie auch mit dem Raumschiff dann durch die Gegend schicken, was dann 2 Meter dicke Wandungen aus Beton hat, was ja nicht funktionieren kann. In diesem Sinne, jetzt hat sich der Ton verschoben, sorry, warum, habe ich ihn nicht verstanden, Rechner ist zu langsam. Danke fürs Zuhören, so viel zum Thema Marsflug,
wie realistisch ist er?